3T2-0. Und nun machen alle mit. Dann wird L3T ein Hit. Und nun machen alle mit. Dann wird L3T ein Hit. Ja, also es freut mich. Also ich bin nervös, das gebe ich jetzt ehrlich zu. Also ich war schon lange nicht mehr so nervös bei einer Präsentation oder sonstiges. Aber wir beginnen einfach einmal mit dem Video. Das heißt, es niemand bitte wundern, dass er jetzt aus dem Livestream vielleicht ausgeloggt ist. Es wird jetzt groß geschaltet und es beginnt das Projektvideo. So, und nach dem Video begrüße ich erstmal alle ganz offiziell zur Abschlusspräsentation. Das Projekt ist L3T 2.0. Wir haben in 7 Tagen L3T, das Lehrbuch für Lern- und Lernentechnologien, neu geschrieben. Ich begrüße euch, neben mir sitzt der Martin Ebner und ich arbeite normalerweise an der Technischen Universität Graz, wo wir auch gerade sind. Und was wir heute machen, wir werden anders als in vielen Shows von L3T TV in der Früh vorher, werden wir jetzt eine Abschlusspräsentation gestalten, die auch für alle Interessierten gedacht ist, die von den letzten 7 Tagen nicht viel mitbekommen haben, aber jetzt ganz neugierig sind oder sich später auch aus der Konserve nochmal anschauen wollen, was war da eigentlich in diesem Projekt, was ist da eigentlich passiert. Also ich möchte auch alle bitten, die online zugeschaltet sind, dass wir einfach versuchen, das Projekt so weit zu erklären, soweit es uns möglich ist, in Worte zu fassen, dass zugeschaltete Interessierte oder Nachhörer, Nachseher nachvollziehen können, was denn gelaufen ist. Ich möchte, so wie es bei formellen Anlässen oft ist, zunächst einmal, nachdem das Projekt ja eigentlich auf freiwilliger Arbeit im Wesentlichen basiert, 2 Personen um Grußworte bitten, die uns hier wesentlich unterstützt haben. Zunächst ist es einmal, wir haben ja für das Projekt L3T 2.0 eine Basisfinanzierung bekommen im Rahmen der Projektfördermittel von NetID. Und dazu haben wir auch ein Grußwort bekommen. Und da möchte ich bitten, den Gerald Geier nach vorne zu kommen. Und der Gerald Geier ist kein Vertreter der Einrichtung, aber er wird ein Grußwort übermitteln. Richtig, genau. Und zwar, ich darf vom Diplom-Ingenieur Ernst Langmantel, er ist Vorstandsvorsitzender der Internet-Privatstiftung Austria, Internet Foundation Austria, kurz IPA, die Grußbotschaft verlesen. Und zwar, er schickt an alle Mitarbeiter ganz herzliche Glückwünsche zu diesen perfekten 8 Tagen.
Er meint, die Erstellung eines umfassenden Werkes zum Lernen und Lehren mit Technologie in nur 7 Tagen mit mehr als 200 Mitwirkenden ist sensationell. Synchronisiertes, interaktives Live-Crowdsourcing als neue Dimension der Kooperation mit großem Potenzial, sagt er dazu. Und die IPA ist stolz, ein so bahnbrechendes Projekt begleiten und unterstützen zu können. Und ein Smiley hat er auch noch dazu gemacht. Danke, Gerald, für die tolle Interpretation. Und dann haben wir eine besondere Ehre gehabt bei L3T 2.0. Die österreichische UNESCO-Kommission hat uns die Ehre gegeben, die Schirmherrschaft für das Projekt zu übernehmen. Und auch hier haben wir leider keine Vertreterin persönlich anwesend, aber die Jennifer Frey wird uns auch hier ein Grußwort vorlesen. Ja, Dankeschön. Also, Grußworte von der Frau Magister Gabriele Eschig, Generalsekretärin der österreichischen UNESCO-Kommission. Zwar schreibt sie, universeller Zugang zu qualitativer, hochwertiger Bildung ist der Schlüssel für Frieden, nachhaltige Entwicklung und interkulturellen Dialog. Freie und offene Bildungsressourcen bilden eine strategische Chance, um die Qualität der Bildung zu verbessern, den politischen Dialog zu fördern und Wissen zu teilen. Vor diesem Hintergrund entwickelt die UNESCO eine neue, innovative OER-Plattform, die UNESCO-Publikationen für Lehrerinnen, Lernende und anderwärtige Interessierte frei zugänglich macht und OER-Maßnahmen und Initiativen unterstützt. L3D und dessen in den letzten 7 Tagen erfolgte Überarbeitung stellt einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Informations- und Kommunikationstechnologien im Bereich der Bildung sowie für den freien Zugang zu Bildungsressourcen dar. Gerne unterstützen wir deshalb das Projekt L3D 2.0 durch unsere Schirmherrschaft. Danke dir. So, und dann haben wir auch noch 2 Partner da, die uns beim Projektverlauf unterstützt haben. Wir haben nämlich zum Beispiel erstens die verrückte Idee gehabt, als wir das Projekt schon geplant hatten und die limitierten Mittel gut verplant hatten, dass wir ganz gerne jemanden hätten, der die Camps zusammenbringt. Und die Idee der mobilen Reporterin war geboren und haben da ein wenig geschaut, wer uns noch unterstützen kann. Und wir haben hier Gott sei Dank in Graz die Forschungsgesellschaft rund um Mobiles gefunden, Evolaris, die uns hier tatkräftig unterstützt hat. Als Vertreterin möchte ich bitten, die Isabel Angerer zu mir zu kommen und auch einen Gruß vorzusagen. Ja, also mein Name ist Isabel Anger, ich bin von Evolaris da, Evolaris Forschungszentrum für mobile Kommunikation und Innovation. Wir haben eigentlich schon früher sehr oft zusammengearbeitet mit der TU Graz, aber auch mit der Sandra Schön. Und die Zusammenarbeit hat eigentlich immer super gepasst. Wir haben auch immer wieder Studenten von der TU bei uns. Derzeit auch gerade wieder jemanden, der bei uns Diplomarbeit schreibt, beziehungsweise Bachelorarbeit in dem Fall. Und nachdem das Thema E-Learning, mobiles Lernen, kollaboratives Lernen und auch diese Art und Weise, wie dieses Buch geschrieben wird, eigentlich was ist, was genau das trifft, was wir auch fördern wollen, eben Technologien zu nutzen, um Menschen zusammenzubringen, um Dinge zu gestalten, haben wir gesagt, das unterstützen wir auf jeden Fall. Und ja, wir freuen uns, dass wir dabei waren und wir hoffen, dass wir auch in Zukunft immer wieder so spannende Projekte machen können. Danke. Ganz lieben Dank, danke auch fürs Kommen heute. Und dann möchte ich den Peter Meyer als Nächsten bitten, zu uns zu kommen. Peter, du bist als Vertreter der Firma Visucon da, mit der es halt eine besondere Bewandtnis. Heute die Sendung wird über das Tool von Visucon gestreamt und auch während der 7 Tage, der wir zusammengearbeitet haben, gab es eine stehende Live-Verbindung, einen Livestream. Und ihr seid Vertreter, auch als Vertreter, Unterstützer unserer L3T 2.0-Initiative auf. Ein Grußwort von euch. Ja, wie gesagt, mein Name ist Peter Meyer. Ich bin von der Firma Visucon. Wir arbeiten seit eigentlich 3 Jahren gemeinsam mit dem Martin Ebner zusammen, dass wir Online-Video-Tools entwickeln und wir haben eine sehr gute Kooperation. Und an dieser Stelle grüße ich alle, die beim L3D-Projekt mitgemacht haben und bedanke mich für das Vertrauen, dass sie unsere Software verwendet haben. Und es freut uns, dass wir da ein Tool zur Verfügung stellen können, was es ermöglicht hat, die Camps alle miteinander zu verbinden. Gut, Dankeschön. Ganz vielen Dank. Peter ist auch da und klickt ein wenig rum heute. Der Mann hinter der Technik heute. Dankeschön auch dafür. Ja, jetzt komme ich ein bisschen zu Martin. Jetzt haben wir die Rolle. Wir dürfen euch zum einen nochmal vorstellen, was L3T selber ist.
das darf ich kurz übernehmen und dann darf der Martin endlich sagen, was eigentlich in den 7 Tagen passiert ist. Zumindest darf er es ausprobieren. Ich weiß, also ich könnte es gar nicht. Ich bin ganz dankbar, dass ich nur L3T erklären muss. Die Buchstaben L3T, wie im Video dargestellt, stehen für das Lehrbuch für Lernen und Lernetechnologien. Ein Buch, das 2011 im Februar von 115 Personen geschrieben wurde und veröffentlicht wurde, frei zugänglich ist, seitdem auch in einer Printversion erhältlich ist, mehrere Apps sind dafür zugänglich. Es gibt vielfache Möglichkeiten, auf L3T in der ersten Version zuzugreifen. Das L3T richtet sich an Studierende und Lehrende in Studiengängen, die sich rund um das Thema E-Learning, salopp gesagt, drehen. Es ist auf wissenschaftlichem Niveau gedacht. Es ist kein Ratgeber, kein Handbuch, sondern wirklich eine Studienhilfe, in der auch zum Beispiel Übungsaufgaben drinstehen, auch Merksätze formuliert waren. Zumindest ist das die Idee. Die 50 Kapitel, die damals geschrieben worden sind, sind natürlich thematisch bedingt relativ schnell, zumindest an einigen Stellen, veraltet. Und wir haben einfach jetzt die Ausschreibung von NetIDEE zum Anlass genommen, uns das Ganze nochmal anzupacken, anzusehen und auch Verbesserungsvorschläge einzuholen. Und an der Stelle übergebe ich jetzt das Mikrofon an den Martin. Ja, also lieben Dank. Was haben wir also in L3T 2.0 gemacht? L3T 1.0 war eigentlich das Ziel. Wir wollten ein Buch gemeinsam schreiben. Ein Buch auch mit der dann eingesetzt wird. Ich habe immer in meiner Laufbahn viele Bücher gehabt und habe immer das Gefühl gehabt, da schreibt also jeder für sich alleine und eigentlich machen wir alle das Gleiche. Und das Ziel von L3T war eigentlich einmal ein Lehrbuch zu schreiben, wo viele Leute es einfach einsetzen und sagen, okay, das ist das Buch, das kann ich in meiner Lehre verwenden und auf dem können wir aufbauen. Das war die Idee von L3T 1.0. Natürlich trägt das Ganze in L3T 2.0 weiter. Das heißt also, das Ziel ist also nicht nur das Buch, sondern eigentlich die Zusammenarbeit, etwas zu schaffen, das verwendet wird, das jeder verwenden kann und damit man also auch wirklich etwas hat, auf dem man aufbauen kann. Ja, also vielleicht schaut der Joachim Wedekind auch zu, er kann sich sicher noch an die Diskussion erinnern. Voriges Jahr im Juni bei Let's Work haben wir kurz vorher schon diese Idee gegoren, was können wir also jetzt in der zweiten Version anders machen, vielleicht auch besser machen, wo haben wir die großen Probleme gesehen, was kann man verkürzen. Und ich habe ihm damals im Brainstorming schon gesagt, also ich will das einfach kürzer machen. Also ich will nicht wieder ein typisches Buch, wo man ein Jahr lang braucht, bis es heraus ist. Das muss doch schneller gehen, weil jeder von uns Wissenschaftler oder Schreiber, Lehrer da draußen, die so viele Texte schreiben, wir wissen alle, wir schreiben also erst dann, wenn die Deadline da ist. Und das heißt also, dann setzen wir die einfach kurz. Und das war die Idee. Und im Nachhinein also ist herausgekommen, eine Woche. Es muss doch möglich sein, so ein Buch auch in einer Woche zu schreiben, wenn also die Abfolge dermaßen knapp ist. Also das heißt, der eine übergibt an den anderen, der Prozess ist einfach durchlaufend. Wir setzen uns alle eine Woche hin und nach einer Woche ist das Buch da. Ja, das war die Idee. Im Nachhinein gesehen, ja, sie war wahnwitzig. Glaube ich, kann man auch durchaus so sagen. Also es war alles sehr, sehr knapp. Das heißt, der Prozess war wirklich so. Wir haben also im Vorfeld begonnen, die Autoren anzuschreiben. Wer möchte denn wieder mitmachen? Es haben sich also fast alle wieder gemeldet. Das heißt, also auch die alten Autoren sind alle erhalten geblieben, was sich also für ein großes Qualitätsmerkmal halte, dass sie sagen, ja, das bringt etwas, wenn wir hier wieder weiter Arbeit investieren. Wir haben dann die ersten 2 Tage waren also die Autoren am Zug. Sie haben 2 Tage lang Zeit gehabt, dann bis zur Deadline 24 Uhr die Artikel ins System zu spielen. Danach waren wir ganz hektisch daran, also die Review und Gutachter zu bemühen, dass sie also innerhalb von 1 bis 2 Tagen die Gutachten da haben. Die Autoren haben im Hintergrund schon wieder überarbeitet, sodass die ersten 4 Tage eigentlich also der eigentliche Schreib-, Begutachtungs-, Überarbeitungsprozess war. Die absolute Deadline war dann Sonntag um Mitternacht, da haben die letzten Artikel da sein müssen und ab Montag waren also die vielen, vielen kleinen Helfer und Helferinnen am Werk, ohne die also so ein Werk nicht entstehen kann, die man also oft in so einem Prozess gar nicht sieht. Das heißt, es ist lektoriert worden, layoutiert worden, illustriert worden, es ist gegendert worden, es sind die Zitationen gecheckt worden, es waren Detektive unterwegs, die also uns noch geholfen haben, irgendetwas rauszufinden. Und alle diese Dinge sind dann bis zu den Layoutern gegangen, die haben dann versucht, das in ein Layout zu bringen, das auch neuartig und innovativ ist aus meiner Sicht. Und dann haben wir das Ganze also wieder versucht, ins System zu spielen. Und ob es uns gelingt, das also freizuschalten, werden wir in ein paar wenigen Minuten also hier dann sehen. Das ist also der Prozess. Der Prozess ist sehr einfach gesagt. Wir haben versucht, also das Buch in 7 Tagen zu schreiben. Ich habe gerade diese Woche einen wunderschönen Schwank gehabt. Ich habe also ein Buch bekommen, das, wo ich den Artikel vor 2 Jahren geschrieben habe. Das geht nächstes Monat online. Also kann man sich kaufen um 80 Euro. Und die Literatur, die da drinnen steht, ist nicht nur veraltet, die ist es eigentlich
eigentlich sinnlos in dem Bereich schon mittlerweile. Das heißt also, das überholt uns ständig und also die Texte müssen also aktuell bleiben und ich hoffe, sie sind also jetzt wieder dann auf neuesten Stand und können wieder gut eingesetzt werden. Ich glaube, das war sehr grob umrissen. Also man hat noch gehört, mobile Reporterin, L3T TV, wir haben geturnt und sonstiges. Das ist so vieles, vieles ist in der Woche noch rundherum gelaufen, sodass wir wirklich versucht haben, das Projekt also sehr rund zu gestalten, also dass wir nicht nur also vom Bildschirm gesessen sind. Gut, also ich glaube, an der Stelle höre ich auf. Also vieles ist auch dokumentiert und da werde ich vielleicht auch noch in vielen anderen Gelegenheiten dann erklären, was im Detail so alles noch war. Organisatorisch hast du jetzt die 7 Tage dargestellt, aber ein wesentliches Merkmal der Organisation war auch, wie koordinieren wir unsere Zusammenarbeit. Und die ursprüngliche Idee war eigentlich, auch so viel sei verraten, wir wollten eigentlich alle zusammen an einem Ort schreiben lassen, 7 Tage lang. Leider gab es dafür keine nicht ausreichende finanzielle Ressourcen. Wir haben dann improvisiert, so wie es oft so ist, wenn ein Budget quasi halbiert wird. Das sorgt ja für sehr viel Kreativität und haben gesagt, okay, wir müssen vorhandene Ressourcen, unser Netzwerk, nutzen und müssen schauen, dass wir Partner finden, die für uns auch ebenso lokal, regionale Anlaufstellen schaffen, die sogenannten L3T-Camps. Und wir sind auch im Nachhinein wahnsinnig dankbar, dass alle Personen, die wir angesprochen haben, mit einer einzigen kleinen Ausnahme, und die haben parallel eine Konferenz gerade organisiert, alle Partner sofort gesagt haben, ja, wir machen so ein L3T-Camp für euch, ja, wir sind dabei. Und angesichts der Rahmendaten, die wir am Beginn der Kontaktaufnahme haben, auch dieser verrückten Idee war das ein toller Vertrauensvorschuss, der uns auch sehr viel Auftrieb gegeben hat. Und bevor ich jetzt die einzelnen Camps bitte, also jeweils die Campleiter bitte, sich kurz vorzustellen und wir auch eine Live-Schaltung ziehen machen, noch vielleicht ein paar Rahmendaten. Es sind 59 Kapitel, sofern es nachher klappt. Es waren, korrigiert mich bitte, 158 Mitmacherinnen. 268 Mitmacherinnen. Die letzte Zählung ist immer ein bisschen kompliziert, weil viele ja in vielen Rollen aktiv waren. Also es ist auch der größte Fehler, so viel vorneweg. Das ist der größte Fehler im Lehrbuch. Wir schreiben an manchen Stellen K220, an anderen Stellen K250. K280 wäre richtiger, also eine Korrektur vorneweg. Und ja, das waren die zwei Rahmendaten. Wie viele Kapitel haben wir, wie viele Mitmacher haben wir? Und jetzt würde ich vorschlagen, wir schauen mal in die einzelnen Camps. Es gibt eine Reihenfolge, die hat sich etabliert. Ich würde sagen, wir schauen mal, ist dann die Helga Bechmann aus Hamburg online? Ist sie gerade weg? Ich sehe es nämlich leider nicht. Ich darf aufstehen. Wunderbar. Dann nehmen wir doch den Hannes, wenn er ganz vorne steht. Hannes Rothe von der Freien Universität in Berlin. Hallo Hannes? Aha. Aha, da ist ja der Hannes. Ich wollte gerade sagen, er muss nur seine Kamera umdrehen, das kennen wir inzwischen. Genau. Hannes Rothe. Ja. Genau. So, wunderbar. Darf ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst und auch das Camp? Und wir schauen hier, dass wir den Ton regeln. Wenn ihr jetzt noch mit so geht auch. Könnt ihr mich hören? Ganz leise können wir dich hören. Dann stelle ich mich einfach ein bisschen mal kurz vor. Also ich bin Hannes Rothe, ich bin von der Freien Universität Berlin und repräsentiere jetzt mal das Berliner Camp. Wir haben in den letzten 7 Tagen hier intensiv zusammengearbeitet, lektoriert, illustriert, gereviewt. Ich bin selber auch Autor eines Artikels oder Mitautor eines Artikels. Das war eine ziemlich intensive Phase, ziemlich intensive Zeit hier. Genau, was war unsere Aufgabe hier in den Camps überhaupt? Also Sandra hat es ja schon kurz gesagt, wir haben die Aufgabe hier ein bisschen verteilen müssen. Ich konnte leider nicht nach Österreich einfach mal so fahren, also haben wir uns sehr, sehr gerne bereit, hier ein Camp aufzumachen, um all den Berlinern und Potsdamern und Brandenburgern hier eine Möglichkeit geben, Anlauf zu finden und halt auch jemanden zu haben vor Ort, wenn mal jemand im Homeoffice arbeitet und jemanden braucht, der die brandenburgische Sprache versteht oder die Berliner Dialekte. Und das waren wir. Also es hat mir total Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank. Also auch vielen Dank an meinen Chef, der es uns erlaubt hat, hier 7 Tage intensiv an L3T mitzuarbeiten. Vielen Dank an diejenigen, die hier im Camp waren, also Janina und Anetta. Aber auch an die Lektoren, die hier mitgearbeitet haben und dann vor allem an die Illustratoren, für die ich so ein bisschen Koordinationsansprechpartner war. Wir hatten einige ganz tolle Vollprofi-Illustratoren, die sich einige Zeit genommen haben und super Sachen produziert haben.
Hannes, ja, du hörst mich. Ja, also lieben Dank noch einmal nach Berlin, vor allem also an die Professur Gersch, die wirklich also hier 7 Tage investiert hat und auch den Ort zur Verfügung gestellt hat. Lieben Dank, Hannes, dass du das so toll organisiert hast und auch im Vorfeld also an vielen Sitzungen schon teilgenommen hast. Also danke nach Berlin. Ich schaue jetzt, wer der Nächste in der Liste ist. Das ist Christoph Rensing, das heißt, wir rufen Darmstadt. Ja, hallo Martin, hallo Sandra. Ich hoffe, ihr hört uns. Sehr gut. Ja, wir sitzen hier zu dritt. Mein Name ist Christoph Rensing, der Jan Hansen und die Dörte Marsch vom HTDC in Darmstadt. Jan und ich haben geschrieben, zunächst als Autoren. Wir haben dann gereviewt und zu guter Letzt, als die heiße Phase war, uns auch als einer der vielen Helfer im Layout versucht, mitgeholfen und insgesamt hat das Ganze super viel Spaß gemacht. Wir haben uns, obwohl wir hier ein recht kleines Camp waren, nur wenige Besucher hatten, irgendwo als Teil der großen L3T-Familie gefühlt und insofern sind wir sehr zufrieden und hoffen, dass das letztendlich jetzt auch alles erfolgreich war. Ja, also das hoffen wir natürlich auch. Also lieben Dank also nach Darmstadt. Also ich habe euch also unglaublich in Erinnerung, also ihr habt wirklich auch den gesamten Prozess mitgemacht. Also ihr habt also alles war vorhanden, wir haben euch wirklich alles schicken können und also es ist jeden Tag also wieder ein Stückchen weitergegangen. Also lieben Dank einmal nach Darmstadt und ich darf es so weitergeben. Die nächste in der Reihe ist die Anja Lorenz, das heißt wir rufen die TU Chemnitz. Hallo, also ich versuche hier ein bisschen den Hintergrund einzufangen. In der Bibliothek Chemnitz haben sich einige versammelt. So. Wir hatten ganz tolle 7 Tage. Das kann man nur so halb sprechen. Also es war anstrengend. Aber so richtig, dass ich sage, es war jetzt total unter Druck und total stressig, dass ich jetzt 2 Tage Urlaub nehmen muss. So ist es nicht. Wir bedanken uns natürlich auch bei euch, dass wir mitmachen durften. Wir bedanken uns bei den Leuten hier, die die Räume zur Verfügung gestellt haben. Wir bedanken uns bei allen Chefs, die freigegeben haben, bei allen, die hier vorbeigekommen sind und Interesse gezeigt haben. Und vor allem ja nochmal bei euch und allen Leuten, die bei euch im Camp sitzen und so toll gestern Abend noch durchgehalten haben, damit das heute klappt. Ja, lieben Dank, Anja. Und was ich auch ewig in Erinnerung halten bleibe, ist der wackelnde Kamera. Also du hast uns immer wieder tolle Live-Bilder geliefert von der TU Chemnitz mit deinem Laptop, der wird uns abgehen. Also lieben Dank an die TU Chemnitz also für den großen Einsatz. Ich darf weiterschalten in der Reihenfolge nach Köln. Das ist der Timo van Treck an der FH Köln. Schau mal, da sitzt auch eine große Truppe. Ja, hallo Sandra, hallo Martin, Grüße von der FH Köln. Mein Name ist Timo van Treek. Wir sitzen hier in der Hochschulbibliothek der FH Köln und sind ganz froh und dankbar, dass wir hier einerseits mit vielen Aktiven tätig sein konnten und andererseits halt auch die Räumlichkeiten hier bekommen hatten. Neben mir Ulrike Gönbrotzki und Margit Busch, bisschen weiter hinten in der Reihe, Susanne Schumacher und Peter Otzen und sind noch ein paar weitere Leute hier im Raum, die auch an verschiedenen Tätigkeiten in Projekt beteiligt waren. Also schwerpunktmäßig hatten wir ja hier den Gender- und den Zitationscheck zumindest koordiniert. Aber die Leute, die aktiv waren, haben sowohl im Bereich Review gearbeitet, als auch ganz stark im Bereich Layout. Fotos haben wir viele beigesteuert. Und es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, in diesem Projekt zu arbeiten. Also dafür auch nochmal danke, dass es diese Anfrage gab und wir die Möglichkeit dazu hatten. Und es auch immer wieder die Möglichkeit gab, in so kleinen Phasen mal wirklich auszuspannen und Spaß zu haben, was man sowieso auch in den Kommunikationen immer hatte. Das war, fand ich, ein ganz toller Mehrwert dieses Projektes, dass die Absprachen sehr freundlich immer waren. Es gab richtige Smiley-Battles, hatte Anja, glaube ich, mal getwittert in verschiedenen Kommunikationskanälen. Und wir hatten hier einen Schreibcoach da, wir hatten dieses kleine Fitness-Training ja auch, das sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, wir sind jetzt gespannt, wie es weitergeht und was gleich online kommt.
Ja, also lieben, lieben Dank nach Köln. Also bleibt mir auch in guter Erinnerung, was ich selbst in einer meinen Zitationen alles falsch machen kann. Am ersten Tag habe ich mir gedacht, dass ich habe nur meine herausgezogen und habe also wie wild selbst Detektiv gespielt, damit ich meine eigenen einmal wirklich ordentlich mache. Und also, wie gesagt, also vom Punkt und Beistrich, also da hat ja vieles gefehlt. Lieben Dank für euren ganz großen Einsatz. Ich darf wieder weiterschalten. In der Reihenfolge ist jetzt der Markus Schmidt, das heißt die Anna Thielhausen in Tübingen. Ja, hallo aus Tübingen. Ich hoffe, ihr könnt uns sehen und hören. Wir sitzen hier in unserem Campraum und ihr seht uns alle. Mein Name ist Anne Thielhausen, gehört zum Team von eTeaching.org und hier im Raum seht ihr außerdem noch die weiteren Kollegen aus dem eTeaching-Team, Markus Schmidt und Iris Müller und außerdem unseren Campgast Birgit Krieg und Gäste aus dem IWM, die jetzt bei der Präsentation dabei sind. Ja, hier am IWM ist in der Zeit tatsächlich in der ganz kurzen Zeit ein neues Kapitel entstanden für L3T und außerdem haben wir lektoriert und gereviewt und layoutet eben all die Arbeiten, die da zu tun waren. Und ich bin wirklich völlig fasziniert davon, wie ihr diesen gesamten Prozess koordiniert habt. Mir ist vor der Woche überhaupt nicht klar gewesen, wie das laufen soll. Und je länger das lief, desto spannender und toller fand ich, wie diese Koordination gelaufen ist. Sandra hat zu Anfang mal gesagt, wir joggen in den 7 Tagen, nicht wir sprinten. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, es war so eine Kombination aus Sprint und Marathon. Und das ist schon richtig ein gutes Gefühl gewesen, dabei zu sein. Und ich fand auch wirklich toll, was ihr für Ideen entwickelt habt, um uns bei der Stange zu halten. Und Schräge Stunde in Tübingen hat uns auch viel Spaß gemacht. Also auch solche Anregungen, super. Ja, so viel vielleicht von hier. Ja, also lieben Dank. Wir haben ja auch nicht gewusst, dass ob das Ganze funktioniert. Das war alles geplant und wie gesagt, also gehören immer viele, viele Leute dazu, die das auch mitspielen und also uns ständig dann also auch immer wieder verbessert haben. Was mir auch positiv in Erinnerung bleibt, ist ein unglaublicher Tisch, der von die ganze Woche so schön geschmückt war. Also ich habe den nie unordentlich gesehen. Wirklich schön. Also wenn ich dann einmal in Tübingen bin, möchte ich mich dann auch dorthin setzen und mir anschauen, wie groß der wirklich ist. Also entweder ist die Einstellung so toll oder... Also lieben Dank für den Einsatz in Tübingen. Wir haben jetzt noch München offen. Der Alexander Florian von der Bundeswehr München. Genau, hallo zusammen. Auch erstmal viele Grüße nach Graz und alle anderen Camps auch. Ich möchte mich zudem jetzt erstmal noch an die ganzen Dankesworte der Vorredner anschließen. Das heißt, den Part spare ich mir jetzt. Ich bin hier alleine, weil der Bernhard Ertl, der war mit mir zusammen der Organisator von diesem Camp, der ist auch der Early. Und generell war unser Camp, glaube ich, jetzt nicht das bestbesuchteste von allen, aber auch wir hatten sehr engagierte Mitwirkende, insbesondere die zwei Lektorinnen haben an einem Tag, wo sie da waren, viel gearbeitet. Die Frau Pöppelbaum, die Reporterin, war, glaube ich, ganz beeindruckt von unserem Umfeld. Und da hatten wir noch den Frieder da, der auch einen Tag mitgearbeitet hat als Autor. Mehr habe ich jetzt gar nicht anzumerken. Ich bin natürlich gespannt auf das Ergebnis und freue mich auf L3T 3.0. Ja, ich habe gewusst, irgendwer wird mir die Vorlage geben und sagen, ja, L3T 3.0, was ist los? Also schauen wir uns einmal an, was das Zweite jetzt dann bringt und wie gut es geworden ist. Lieben Dank also an den Einsatz in München, wo man schwer hinkommt, habe ich mir sagen lassen von der Reporterin. Und jetzt versuchen wir die Schaltung nach Hamburg, in der Hoffnung, es klappt. Auch diese Person, die keinen Namen hat. Ah, okay, das ist da. Dann versuchen wir den Heiko Idensen als Vertretung von Hamburg, weil der Heiko Idensen wäre da. Der sitzt, glaube ich, zwar nicht direkt im Camp, aber der war beim Camp zumindest. Heiko? Ja, hallo. Ich war am Montag, bin ich nach Hamburg gefahren, weil Hannover gab es kein Camp und ich wollte irgendwie virtuell teilnehmen und Hamburg war das nächste. Es war dort wunderbar, weil da habe ich so ein bisschen, wir hatten ja etwas Schwierigkeiten, dieses Bookmarking sozusagen noch termingerecht durchzuführen und in Hamburg habe ich noch viele Helferinnen gefunden. Ab da schien es wieder möglich, die Bookmarks auch bis heute, bis zur Deadline sozusagen zustande zu bekommen. Und es war ganz fantastisch, da die verschiedenen Leute am Arbeiten zu sehen. Und die eine übernahm noch ein Kapitel und dann noch jemand. Also wunderbar. Ja, also lieben Dank, Heiko, dass du so kurzfristig einspringen hast können. Ich glaube, Hamburg war sehr kreativ. Wir haben dort die Landkarte gehabt, ihr habt die Bookmarks gemacht, die Helga hat immer wieder vorangetrieben. Schade, dass sie jetzt nicht da sein kann, aber auch stellvertretend danke dir für das kurze Einspringen. Gut, dann darf ich wieder übergeben.
einfach nochmal sagen, das Camp in Hamburg war die Helga Bechmann geleitet, das ist beim MMRKK, das Multimedia-Konto Hamburg. Ganz lieben Dank, Helga. Wir haben mit Hamburg ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil das Internet ab und zu mal ganz weg ist. Also es ist nicht ganz unverhofft, der Zustand hier. Aber ich hoffe, dass sie es dann spätestens in der Aufzeichnung sieht. Ganz lieben Dank auch an dich. In Hamburg hatten wir eigentlich was ganz Besonderes vor. In Hamburg wäre nämlich so der Plan, wir haben ja viele Pläne gemacht und einiges nicht eingetroffen, auch die Yvonne Pöppelbaum gewesen, unsere mobile Reporterin. Und wenn ich in die Gesichter schaue von den Anwesenden, wir schauen alle ein bisschen betroffen. Die Yvonne sitzt hoffentlich in ihrem Bett mit einem dicken Schal um den Hals. Sie ist nämlich leider krank geworden und musste nach ein paar wenigen Camps, nach der Hälfte nämlich, schon im Bett bleiben und ist sogar ein striktes Sprechverbot bekommen. Also wir haben auch keine Chance, sie hier reinzubekommen. Und ich glaube, wir wollen auch gar nicht sehen, wie du leidest. Also ganz liebe Grüße von uns hier, ganz lieben Dank auch an Yvonne Pöppelbaum als mobile Reporterin. Und schade, dass wir dich hier so, also irgendwo auf dem Weg mit Viren angesteckt haben. Gut. Ja, ich habe schon ganz, ganz oft Danke gesagt. Wir haben schon ganz, ganz oft Danke gehört. Jetzt kommt in meiner Liste das offizielle Danke. Wahrscheinlich brechen wir den Rekord im Danke sagen. Und es fällt natürlich auch ganz wahnsinnig schwer, Danke zu sagen für ein Projekt, wo so viele sich beteiligt haben, wo es ganz, ganz schwierig ist, jetzt neben nur diesen 8 Camps und den Campleitern, die Personen, die wir eben gesehen haben, den Fehler zu machen, noch ein paar Namen zu nennen, weil wir einfach ungefähr 250 nicht nennen können. Deshalb möchte ich einfach darauf verweisen, wir haben eine Mitmacherinnenliste auf der Homepage. Fühlt euch alle persönlich angesprochen. Wenn ich jetzt Folgendes mache, ich habe einfach stellvertretend für alle, die sich in den letzten 7 Tagen eingebracht haben, zum Teil sich die Nächte um die Ohren gehauen haben, die zum Teil freigenommen haben, um für L3T aktiv sein zu können, ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen. Klar. Danke. Manchmal ist es total easy, wenn man das Mikrofon in der Hand hat. Und ich würde gerne stellvertretend dafür einfach einen rauspicken, und zwar die Katharina Kist. Ich würde die Katharina gerne bitten, dass sie stellvertretend jetzt für... Also wir haben viele, viele Teilnehmerinnen gehabt und Teilnehmer, die irgendwie prominent waren, die schon mal in der morgendlichen TV-Show kamen. Und ich glaube, die Katharina ist eine von denen, von den vielen, die gar nicht so an Aufmerksamkeit buhlen musste und konnte, sondern einfach ganz fleißig 7 Tage lang da saß, verantwortungsvoll und routiniert eingegriffen hat, professionell lektoriert hat, vor allem gecheckt hat. Und ich möchte einfach ganz herzlichen Dank, eigentlich musst du die Blume überreichen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Katharina. Und der Dank für die Katharina ist wirklich einfach stellvertretend für diese 268 Personen, die sich hoffentlich auch alle jetzt einfach angesprochen fühlen. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Und wahrscheinlich habt ihr auch ebenso vielen Leuten ein Danke zu sagen. Es gibt natürlich noch ein besonderes Dankeschön. Ich habe jetzt hier vor Ort an der TU Graz natürlich die Herausforderung. Danke dir, Katharina. Auch den Campleitern einen Dank auszusprechen. Also rein formal bin ich die Projektleiterin von L3T 2.0 und wir haben ja praktisch organisiert in Camps und auch der Martin ist ein Campleiter und auch die Jennifer Frey ist eine Campleiterin. Darf ich die Jennifer nach vorne bitten? Und die beiden hier haben das, glaube ich, super klasse geschmissen. Wir haben ein tolles Camp. Ich glaube, wir können... Ich glaube, es haben auch einige neidisch auf unseren Raum geblickt, ausgestattet mit diesem tollen Sofa, der inzwischen gerade in einem Hörsaal steht und vielen anderen Features und organisiert von 2 ganz tollen Leuten. So, jetzt muss ich doch den Fehler machen, weil ich die Blume überreiche, Jenny. Jetzt darf ich Blumen überreichen. Gilt das jetzt? Geht das gar nicht? Also ich darf eine Ausnahmsweise ganz, ganz lieben Dank, Jenny, für die tolle Organisation. Jenny hat nicht nur das Camp organisiert, sondern beim Projekt maßgeblich von Anfang an mitgewirkt. Ja, danke. Martin, jetzt habe ich ein Problem. Auch für den Martin habe ich natürlich eigentlich was. Und ich glaube, es wäre bei uns überhaupt nicht problematisch, wenn ich jetzt sage, es ist was Virtuelles, weil wir haben es nämlich leider noch nicht. Ich weiß aber, es gibt ein Camp, wo das Geschenk schon angekommen ist. Und zwar möchte ich bitten, dass ihr nochmal den Christoph Frensing aufruft. Weil... So wie ich dem Martin gerne was überreichen würde, wird gerade hoffentlich in allen Camps den Campleitern eine kleine Aufmerksamkeit überreicht. Und ich hoffe, man sieht, Jan Hansen, danke, zeigt es in die Kamera. Man sieht es kaum, es ist nämlich durchsichtig. Ja, so. Super, also es ist auch in Wirklichkeit sehr virtuell. Aha. Danke für die Frage.
Schnupperkurs ganz großartig. Also dieses Glasdings, weiß immer noch nicht, wie es heißt. Ich habe es immer nur Glasdings genannt. Dankeschön, eingraviert. Bekommen hoffentlich gerade alle Campleiter, haben es hoffentlich schon da stehen und soll einfach eine kleine Erinnerung sein an unser gemeinsames Werken. Ja, Dankeschön an euch. Der Christian sieht sehr gut aus. So schön gesagt, eine Erinnerung an die L3T-Familie. Dankeschön. Und also bitte virtuell. Puh. Ja, also zum Schluss gibt es natürlich auch noch ein Dankeswort also an die Projektleitung bzw. die Projektleiterin. Wir müssen also uns auch herzlich bedanken. Ich weiß, wie viel Arbeit da dahinter steckt und wie sie minutiös alles geplant hat. Und ich teilweise wirklich Kopfe gehabt habe, mir gedacht, um Gottes Willen, das können wir technisch bald nicht mehr umsetzen. Ihr habt es gemerkt, es war stressig. Wir haben wahnsinnig viele Tools, wir haben Rückmeldungen, so viele Tools, wie ihr verwendet, das kann keiner mehr übersehen und sonstiges. Und wir haben also voraussichtlich alles gut über die Bühne gebracht, das werden wir gleich sehen. Und darum bleibt es auch Danke der Projektleiterin zu sagen. Jetzt darf ich zum Waschbecken gehen, da im Hintergrund, das keiner sieht. Ja. Und sage für also die Projektleitung, bisher hat alles perfekt funktioniert. Wir warten also quasi nur noch auf den Abschluss. Danke, ihr seid so lieb, macht bitte nicht weiter, aber ich habe schon im Vorfeld gesagt, wahrscheinlich kommen mir die Tränen. Gut. Ja, jetzt wird's ganz spannend. Der letzte Punkt ist da. Nein, wir haben noch eine Ankündigung zu machen, glaube ich. Die Ankündigung ist noch vorher, oder? Bevor wir jetzt wirklich schauen, ob es online geht. Wir haben eine. Magst du machen? Nein? Wir haben eine riesen Überraschung. Also ich denke, für auch die Campleiter wird es eine Überraschung sein, für alle Mitmacherinnen wird es eine Überraschung sein. Wir werden gleich versuchen, ob wir online gehen. Wird hoffentlich klappen. Was wir im Vorfeld schon gemacht haben, was uns nämlich schon vor rund einer Stunde fertig gelang, man kann dieses Buch L3T als Hardcover, farbig gedruckt, fertig gebunden, ab sofort auch schon bestellen. Bei ePubli, der Link wird innerhalb von wenigen Minuten, wahrscheinlich einer Stunde, auch erscheinen bei uns im Weblog. Also wer L3T jetzt nicht nur online anschauen will, was hoffentlich gleich klappt, kann es auch gedruckt bestellen, wie gesagt. Und ePubli ist ja auch ein Kooperationspartner von uns, der hier auch ganz spontan und uns wirklich jetzt minutiös hier bei der Vorbereitung geholfen hat, dass uns das überhaupt gelingt, hat noch einen zweiten Service mit Martins Unterstützung implementiert, nämlich die einzelnen Kapitel lassen sich eine persönliche Auswahl der einzelnen Kapitel, und zwar sowohl des neuen L3Ts, auch der letzten Version, lassen sich bestellen und werden professionell als Softcover nach Hause geliefert. Und auch das sollte sofort funktionieren, wenn der Martin jetzt die Ausgabe online stellt und alles klappt. Ja, also jetzt kommt gleich dieser Moment, auf den wir jetzt schon lange warten, also lange Nächte mittlerweile. Und werden wir schauen, also ob das Ganze wirklich so klappt. Wie gesagt, das Buch ist bestellbar. Das scheint also funktioniert zu haben. Und jetzt geht es also wirklich darum, also funktioniert es auch, dass die gesamte Ausgabe online ist. Im Hintergrund haben viele Personen, wie gesagt, dafür gearbeitet. Jetzt werden wir schauen, der Druck ist wahrscheinlich wenig spektakulär. Das ist also genauso wie die Mondlandung, dann waren wir da. Und ich werde also jetzt versuchen, also das Buch quasi online zu schalten. Es wird auf alle Fälle, also wenn ich dann gedrückt habe, jetzt rede ich noch 20 Minuten, auf l3t.theograz.at, also das ist das Open Journal System, da geht es sofort online. Dann greifen wir auch, also wenn alles klappt, die Kapitel von l3t.eu ab. Das heißt, dass auch dort ist es online geschalten und sind also alle PDFs dann zugänglich. Und es wird auch dort schon der Link zum Buch erhältlich sein, wer also den Weblog-Beitrag also nicht eine Stunde lang warten will. Gut, dann werden wir das also hinter uns bringen. Möge es gelingen. Und so, das Buch sollte also jetzt online sein und ist also freigeschaltet. Und ich hoffe, ihr habt alle viel Spaß damit. Ihr verzeiht uns den einen oder anderen Fehler, der irgendwo in der Nacht noch passiert ist. Wir werden also auch versuchen, alles wieder zu modifizieren und wieder weiter das Ganze zu entwickeln. Und ich sage also, hoffe, hat es geklappt. Ich sehe es jetzt nicht, ja. Also ich hoffe, es hat geklappt. Ich bin zuverlässig, wir werden es gleich hören, wenn es nicht geklappt hat, und werden auch ganz schnell nachbessern, falls irgendwas passiert ist. Ja, wir sind hier fertig. Ihr seht leider jetzt nicht da draußen. Wir haben nebendran ein tolles Buffet. Wir haben ein Sektgläser stehen. Wir stoßen jetzt an. Ich hoffe, ihr stoßt jetzt auch an.
Und falls es eine Fehlermeldung gibt, dann stoßen wir trotzdem mal an und dann dauert es halt eine halbe Stunde. Ganz liebe Grüße an alle. Ciao, ciao. Ja, also lieben Dank nochmal fürs Mitmachen. Das lachende Auge, es ist vorbei. Das weinende, es ist leider die Arbeit mit euch vorbei. Es war wirklich großartig. Danke. Genau, also wir lassen den Stream noch laufen, also der ist bis 14.30 Uhr noch, also quasi im Laufen, wenn ich das richtig habe, wenn sich jemand zuschalten möchte und irgendetwas dann noch sagen möchte. Danke jedenfalls.